Das erste, was ich an dieser Waffe gemacht habe, war, die Einstellbarkeit des Hop-Ups zu ändern. Weil, ganz im Ernst, wenn man dieses ZF da drauf hat, wie soll ich mit diesem kleinen fucking Imbusschlüssel, der, ey, das ist cool, hier drin ist, da reinkommen? Hey Leute, heute geht es um dieses kleine Teil hier. Das ist, wie man es wahrscheinlich schon vor dem Intro gesehen hat, der Hop-Up-Adjuster von meiner Ares Amoeba Striker AS01. Ja, geil, ich wurde jetzt echt öfters mal gefragt, wie ich das Ding denn gebaut habe und habe mir gedacht, tja, mache ich doch gleich mal ein Tutorial dazu. Hab quasi es auf das Nötigste heruntergebrochen von der Fertigung her, hab das euch aufgenommen und zeige es euch. Dummerweise habe ich jetzt eins übrig. Und was mache ich damit? Ich verlose es an euch. Wie ihr das Ding quasi gewinnen könnt, zeige ich euch am Ende des Videos. So, wir brauchen eine alte Rail- oder Riss-Schiene. Ein 3-3er-Bohrer. Ein 5er Bohrer, eine Rändelschraube M4 mal 20 mm, ein Gewindebohrer M4, ein Feuerzeug elektrischer Starter, also nicht mit Feuerstein, sondern hier mit diesem Elektrozünder drinne. Imbusschlüssel, große Pfeile, grobe Pfeile, feine Pfeile, was zum Anzeichnen oder Anreißen, einen Körner, einen passenden Hammer dazu, was zum Messen. Ich habe jetzt hier so einen ganzen Federnsatz, aber eine Feder dürfte reichen. Ich gucke noch mal, welche das sein sollte. Und ein Dremel. Jetzt kommt's. Erkennt man nicht. Eine Madenschraube M4 mal 5 mm. Also 4 mm Durchmesser, 5 mm lang. Und damit wir das Ganze nicht verlieren, packt man das schön wieder ins Schächtelchen zurück. Und zu guter Letzt eine Metallsäge. So, dann kann es losgehen. Ich werde alle Werkzeuge oder was man dafür braucht unten verlinken, was man so bei Amazon findet. Ich denke, so einen Gewindeschneidsatz sollte man eh als Airsoft-Spieler zu Hause haben. Oder hier, Pfeile, Imbusschlüssel, das ist... Das gehört quasi schon dazu. Was ich voll vergessen habe, was wir noch brauchen, ist eine Schraube M3 mit einem geraden Stück Schaft hier hinten. Daraus werden wir nämlich den Bolzen machen, der am Ende dafür sorgt, dass das Rädchen schön einrastet. So sehe dann das fertige Produkt aus. Hier hinten ist die Madenschraube drin. Davor eine Feder und dann ein Bolzen. Ah, das ist, da habe ich vergessen. Die Schraube fehlt noch. Ja, wir brauchen nur eine 3er Schraube. Das zeige ich dann nochmal. So, da ist der 3er Bolzen drin, also ein 3er Gewindestift. Vorne rund geschliffen, bisschen kugelförmig, dass das halt schön ratscht. Die M4x20 Rändelschraube. Und so sieht das Ganze im Profil aus. Die meisten Railschienen haben hier diese Löcher drin, das passt echt gut, weil genau an dieser Stelle, wo das Tal ist und das Loch sitzt, ist in der Striker die Erhebung. Das heißt, das Ganze kommt so rum drauf und wir klinken das hier aus, dass die Rändelschraube da drin versenkt ist.
So. Das müssen wir jetzt alles rausfällen und raustremeln, damit da die Rändelschraube reinpasst. Dann können wir es auch gleich ablenken. Also ich bin hier bis zu diesem Steg gegangen. Und hier hinten bis zu diesem Steg hier. Wir haben da quasi 1, 2, 3, 4 Stege und 1, 2, 3, 4 Täler. Und das greift dann oben in die Rissschiene von der Striker rein. Ein äußerst hilfreiches Werkzeug, was man noch haben sollte oder bräuchte, wäre vielleicht eine Schraubzwinge, womit man das Ganze dann hier auf dem Tisch fixieren kann, während man feilt, sägt und schleift. Der nächste Schritt wird sein, ich werde, hier sind die Rundungen, ich werde quasi hier gerade reinsägen, links und rechts, bis runter hier, wo sieht man es hier, hier in die Ecke rein. Also nicht komplett durch, ich möchte quasi dieses Stück hier als Steg stehen lassen, damit das Ganze in sich stabil bleibt und zusammenhält. Ein paar Sekunden später. Das muss jetzt noch ordentlich gefeilt werden. Und dann als nächstes mit dem Tremel die Rundung ausarbeiten und die ganze Zeit immer probieren, schleifen, bis das hier richtig reinpasst. Ich habe jetzt so einen Fräsaufsatz drauf, einen Fräskopf. Und zum Nacharbeiten werde ich den Schleifkopf nehmen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Sieht doch gut aus. Den Rest macht dann die Feile, das Optische. So, zum leichteren Bearbeiten bringen wir das Teil jetzt auf Länge. Hinter dem Loch. Quasi ein Steg, ein Tal und dann kurz vor dem nächsten Steg schneiden wir das ab und dann auf der anderen Seite vom Loch, quasi hier kommt dann der Bolzen rein mit der Feder. Lochmitte ist der Tal, Steg, Tal, Steg, Tal, Steg und dann schneiden wir es ab. Man könnte es auch kürzer machen hier, aber man braucht ja noch Platz für den Bolzen und für die Feder, also kappen wir das Ganze hier ab.
So, jetzt ist das Ganze ein bisschen entgratet, glatt geschliffen, sieht auch ein bisschen besser aus. Jetzt müssen wir quasi die Stelle markieren, wo dann später das Loch durchgeht für die Schraube, also für den Bolzen, den Federbolzen, der auf die Rändelschraube drückt. Was haben wir da hier? Da haben wir 15, also Hälfte 7,5. Okay, 5. Hälfte 2,5. Da ist nicht viel Spiel für. Machen wir 3. Ist auf der sicheren Seite. Das jetzt Körn. 3 mm von oben, 15 die Hälfte, also 7,5, da bohren wir durch, ein 3,3er Loch. Hier bohren wir jetzt das 3,3er Loch rein und schneiden danach das Gewinde M4 rein. Das geht dann hier so durch. Und das Loch hier, das bohren wir auch mit einem 5er Bohrer, einfach nur damit das Gewinde weg ist. Gleich mit dem Gewindeschneider hinterher. Der muss aber nicht komplett durch. Der muss nur so die ersten, sagen wir mal, 10 mm, damit die Madenschraube da reingeht. So, im nächsten Step kürzen wir das Teil hier und feilen es auch gleich ein bisschen zurecht. Kürzen das Ganze auf, was machen wir? Zentimeter wäre zu lang. Ja, ca. 5 mm. Dafür spannen wir uns die Schraube einfach in den Akkuschrauber ein. Legen den auf den Tisch. Zeichnen wir uns die 5 mm grob an.
Fertig ist das gute Stück. Jetzt fehlt uns nur noch die Feder, die quasi dafür sorgt, dass der Bolzen immer gegen die Rändelschraube gedrückt wird. Altes Elektrofeuerzeug. Das alles hier ist Müll. Wir brauchen die Feder hier drin. Die Feder eignet sich auch besonders gut, wenn mal an der Gearbox, an der V2 Gearbox, die Feder abhanden gekommen ist, die die Selector Plate immer in Ausgangsposition drückt und dafür sorgt, dass der Cut-Off immer wieder zurückgeführt wird. Kann man diese Feder hier wunderbar für nehmen. So, ich habe jetzt für den besseren Sitz oder die bessere Funktion nochmal die Feder ein bisschen gekürzt, so knapp auf 6 mm. Das sieht man. Hat einfach den Vorteil, dass nicht zu viel Druck auf die Rändelschraube drauf ist und die sich halt leichter drehen lässt, besser drehen lässt. Das muss man aber halt für sich selbst ein bisschen rantasten, immer ein Stückchen abknipsen, probieren, wieder ein Stückchen abknipsen, bis halt für einen genau die richtige Drehstärke quasi eingestellt ist. So, jetzt fehlt nur noch die Montage. Das gute Stück da drauf. Den Federbolzen rein. Die Feder hinterher. Kann man nicht jetzt schon wechseln? Ja. Die Madenschraube rein. Die klebe ich noch ein, die lasse ich jetzt erstmal so, aber ansonsten fertig. So, jetzt wisst ihr, wie das Teil gebaut wird. Jetzt verrate ich euch noch, wie ihr das Ding hier, also genau das, gewinnen könnt. Es ist ganz einfach, ihr habt jetzt 10 Tage Zeit, unten in die Kommentare Hashtag haben reinzuschreiben. Also am 19.05.2017 um 24 Uhr ist Schluss, da mache ich das Ding dicht, da kann unten nichts mehr reingeschrieben werden. Dann werde ich eine Auslosung machen, ich werde alle Namen ausschneiden, in einen Helm schmeißen und live, ey, das könnte ich sogar live machen, geil, live den Namen ziehen und den Gewinner bekannt geben. Dieser hat dann 3-4 Tage Zeit, sich bei mir zu melden und bekommt das Teil dann zugeschickt. Bedingungen sind: Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und ihr müsst in Deutschland wohnen. Also Versand geht nur innerhalb von Deutschland. Des Weiteren gibt es noch was weiteres. Ja, falls ihr es nicht verpassen wollt, wie ich das Teil verlose, drückt unten auf den Abonnieren-Button, ne, dann verpasst ihr auch keine anderen Videos mehr von mir. Falls euch das Video gefallen hat, drückt doch einfach den Daumen nach oben. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.